Kannst du dir Klavierspielen selbst beibringen? Dieser Frage gehe ich heute auf den Grund und werde dir dabei 5 Fallen vorstellen und wie du sie vermeiden kannst. Los geht's! Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest Klavier zu spielen, dann starte jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Zurück zur Frage, ist es nun möglich, sich das Klavierspiel selbst beizubringen? Ja, du kannst dir Klavierspielen selbst beibringen, sei dir aber bewusst, dass es sehr, sehr schwierig wird und eine wirklich große Herausforderung darstellen wird. Falle Nummer 1. Nicht zu wissen, was du spielen solltest bzw. womit du beginnen solltest. Viele YouTube-Piano-Tutorials wirst du durch Zufall entdecken und es ist wirklich schwierig zu wissen, ja, wo du starten solltest. Wenn du gerade anfängst zu spielen, empfehle ich dir, sehr einfache Songs zu spielen, die du magst. Aber aufgepasst! River Flows in You, L'Après-Midi oder Komposition von Ludovico Einaudi sind nicht einfach zu spielen, auch wenn sie so klingen und es in Tutorials oft so vermittelt wird. Also suche dir Easy Piano Version, also einfache Bearbeitung dieser Stücke und versuche sie nachzuspielen. Wichtig ist, dass du das Stück magst, es anständig klingt, ja, und du es genießen kannst zu spielen. Die Theorie, aber noch viel mehr die Technik, sprich Fingersätze und Zählzeiten, solltest du dabei ebenso wenig vernachlässigen. Du siehst, es kommt direkt eine Menge an Aufgaben zusammen, auf die du dich konzentrieren musst. Lerne außerdem ein paar einfache Akkorde und dann such nach sogenannten Lead Sheets im Internet und probiere diese Songs zu spielen. Unter meinen anderen Videos findest du viele Ideen und Anleitungen, Akkorde und kleine Stücke und Übungen zu spielen, welche genauso großartig klingen wie Kompositionen von Einaudi oder Yiruma. Ich blende dir hier einmal meine exklusive Playlist ein. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Einsteiger-Videokurs oder eine leichte Klavierschule zu finden. Wenn du magst, probier gerne meinen Videokurs Klavierspielen auf Knopfdruck aus, welcher dich Schritt für Schritt 10 Stunden lang an die Hand nimmt und ja, dir krasse Möglichkeiten des Klavierspiels aufzeigt. Erfolgserlebnisse garantiert und Link unter dem Video. Falle Nummer 2. Unrealistische Erwartung. Viele Einsteiger erwarten zu viel von sich selbst. Wenn sie nicht so wie professionelle Pianisten innerhalb eines Monats klingen, werden sie entmutigt und geben auf. Es ist wirklich wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass ein Instrument zu lernen viele Jahre dauert. Es kann einige Wochen dauern, ein neues Stück zu lernen. Sei also nicht dein eigener strenger Boss. Ja, nimm es leicht und sei nicht frustriert, wenn es mal nicht so rund läuft. Also solange du kleine Fortschritte siehst, bist du auf einem guten Weg. Bleib immer dran. Falle Nummer 3, fehlende Motivation. Am Anfang wird deine Motivation für gewöhnlich sehr hoch sein, aber sobald du mal nicht weiterkommst wie gewünscht, kann sie sinken. Und ja, wie kannst du dies also vermeiden? Punkt Nummer 1, fokussiere dich wirklich auf Songs, die du magst. Das habe ich bereits gesagt, es ist aber unglaublich wichtig und sorgt für große Motivation. Punkt Nummer 2, spiele deinen Eltern, Verwandten oder einem guten Freund mindestens einmal die Woche vor. Auch wenn es nur wenige Takte sind, wenn du weißt, dass dir einmal pro Woche jemand zuhören wird, wird sich eine starke, ja, Verpflichtung deinerseits einstellen. Mache ihnen auch klar, dass es nicht darum geht, sie zu beeindrucken, sondern dich selbst zu motivieren und deinen Einsatz aufrechtzuerhalten. Nimm dich außerdem mit deinem Handy immer mal wieder auf, auch hier gerne einmal die Woche. Zu hören, wie du von Woche zu Woche besser wirst, wird dich innerlich unendlich befriedigen und dir weiterhelfen, dran zu bleiben. Falle Nummer 4. Keinen Übekalender zu haben. Wie jede andere Aktivität auch, gerade sportliche, ja, musst du Klavier auf kontinuierlicher Basis üben, um erfolgreich zu werden. Du solltest dir täglich ein festes Zeitfenster einrichten und dich hinsetzen, um kontinuierlich zu üben. Ja? Stell sicher, dass du deine Überroutine in dein tägliches Leben mit einbeziehst. Es kann vor dem Schlafengehen sein, nachdem du von der Arbeit kommst oder vielleicht auch nach dem Frühstück am Morgen. Ja, und diese Routine zu haben, kann mit der wichtigste Punkt sein, welcher Einfluss auf
deine Karriere haben wird, selbst wenn deine Motivation mal nicht so hoch sein wird. Falle Nummer 5, nicht zu wissen, welches Instrument du kaufen solltest. Anfänger haben oft ein großes Ego, ja, wenn es darum geht, ein Instrument zu kaufen. Am besten soll es das Beste sein, da sie denken, dass man so fast von alleine spielen wird. Sei dir aber bewusst, dass auch Einsteigergeräte wunderbar sind und dir am Anfang als auch hinterher echt gut zur Seite stehen werden. Ne? In meiner Videobeschreibung findest du eine Liste meiner empfohlenen Geräte. Wenn du dich bei mir meldest für deinen Klavierunterricht per Videokonferenz oder meinen Videokurs, die Links findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. So erhältst du meinen kostenlosen Ratgeber zum Thema Klavierspielen und Anschaffung dazu. Ebenso gibt es immer gute Gelegenheiten, Instrumente bei eBay Kleinanzeigen oder eBay abzustauben. Ja? Gute Geräte können schon ab 500 € starten. Ich hoffe, ich konnte dir einige Fehler, Fallen und Mythen aufdecken und dir Tipps und Tricks an die Hand geben, damit du erfolgreicher in die wunderbare Welt der Tasten einsteigen kannst. Vergiss natürlich nicht, den größten Tipp von allen, meinen YouTube-Kanal Modern Music zu abonnieren. Schau dich um und du wirst verwundert sein, wie schnell du es schaffen wirst, deine ersten Stücke und Übungen zu spielen, welche unglaublich klingen werden. Du bekommst hier wöchentliche Videos mit natürlich den besten Anleitungen und Motivationen im Netz. Schreib mir doch gerne mal, welche Tipps dir persönlich besonders gefallen haben und ebenso, welche Erfahrungen du gemacht hast. Wenn du was gelernt hast, gib mir gerne einen Daumen nach oben und teile das Video. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast für Klavierunterricht per Videokonferenz, dann klick auf den Link unter dem Video, trag dich ein ins Formular und ich melde mich dann bei dir für ein kostenloses Erstgespräch, biete dir gerne auch zwei ebenfalls kostenlose Schnuppereinheiten an und du wirst dann deinen, ja, Klavierunterricht live genießen von deinem Laptop, Tablet oder Smartphone aus unterschiedlichen Kameraperspektiven. Oder du sagst, du möchtest das erstmal ja auf eigene Faust probieren. Dazu dann auch der Link unter dem Video zu meinem Videokurs Klavierspielen auf Knopfdruck, den du jederzeit upgraden kannst auf Live-Unterricht. Wie dem auch sei, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.